Jetzt zu Friedrich Falkner. Er ist Figurenbildner seit 1947 mit einigen Unterbrechungen für eine Reihe von Bühnen. Seine Figuren zeichnen sich durch eine klare Linienführung und eine eigenständige Charakteristik aus. Von ihm sind in der Sammlung der Marionettensatz, Gevatter Tod, Marionetten aus Die Mondlaterne sowie Solo- und Einzelmarionetten enthalten. Eine Anzahl Musterköpfe in verschiedenen Größen sowie Marionettenkörper für Demozwecke, dazu ein großer Teil seiner meisterhaften Entwurfzeichnungen, bilden einen wichtigen Bestandteil dieser Sammlung. Wenn auch nur ein Teil der Sammlung in diesem Video gezeigt werden konnte, hoffe ich doch, dass die kulturgeschichtliche Bedeutung erkannt wird, mit der auch ein Stück unserer Identität verbunden ist.